Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei meiner neuen Bücherwoche. Und ja, herzlich willkommen im November, denn ja, diese Woche war der 1. November und ja, es hatten ja auch einige, ja, im Grunde zwei Feiertage diese Woche. Zum Beispiel in Bayern, ich glaube auch Baden-Württemberg, ich weiß gar nicht, ob Hessen auch den 1. November frei hat. Und den 31. Oktober hatten wir ja alle in diesem Jahr, sogar ich, obwohl ein paar Kollegen von mir tatsächlich auch da gearbeitet haben, weil ihr wisst, wenn die französischen Kollegen und italienischen Kollegen keinen Feiertag haben, sind wir in der Regel klein besetzt auch da. Aber wir haben uns in diese beiden Feiertage reingeteilt. Ich hatte den 31. frei und war dafür dann am 1. in der Arbeit, was ich persönlich ja aber, ja, wie immer gesagt, gar nicht so schlimm finde, gerade so unter der Woche, wenn es kein langes Wochenende ergibt, finde ich das gar nicht tragisch. Und ja, buchtechnisch habe ich drei Bücher gelesen, wobei das eine Buch, ihr werdet sehen, ja, schon sehr klein war und nicht ganz als gelesen gilt. Aber gut, dazu kommen wir. Dann habe ich Stranger Things gesuchtet. Ich habe Panem Teil 3 und 4 geguckt. Ich habe mit einem Hörbuch angefangen, beziehungsweise einem Hörspiel. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, beim NaNoWriMo mitzumachen. Was das ist und was ich mir da vorstelle und mache, dazu dann natürlich später. Aber wir starten wie immer mit den Büchern. Ja, das erste Buch dieser Woche war Flugangst 7a von Sebastian Fitzek. Der zweite Fitzek in diesem Jahr. Klassischerweise kommen ja seine Thriller immer im Oktober heraus, kurz nach der Buchmesse. Und ich war total happy, als es am Samstag, glaube ich, bei mir angekommen ist. Und ich dachte, yippie, jetzt kann es sich zusammen mit Stranger Things streiten, was zuerst kommt. Und ich habe es euch ja schon in der letzten Bücherwoche gezeigt und gesagt, dass das hier Konkurrenz für Stranger Things wäre, was es aber tatsächlich nicht war. Aber dazu dann auf jeden Fall mehr. Und dann ist mir, als ich ja, mich dazu entschlossen habe, am NaNoWriMo teilzunehmen, eingefallen, dass ich ein Büchlein von der lieben Tinkerbeere hier habe, und zwar die 30 Tage Schreibchallenge. Und ja, sie hat mir das nach der Leipziger Buchmesse in dieser schönen Ringbuchform zur Verfügung gestellt. Und das habe ich am Feiertag sozusagen gelesen und ja, war da sehr interessiert daran, wie man es schafft, sich eine Routine aufzubauen und eine Challenge im Grunde, ja, anzugehen. Und das dritte Buch, was ich die ganze Woche parallel mitgelesen habe, war Die Schöpfer der Wolken von Maria Grassoff, ein Buch aus dem Drachenmond Verlag. Und somit ist jetzt auch erstmal der Drachenmond-Monat Oktober vorüber. Es war das vierte Buch, glaube ich, jetzt so zwischen, ja, Ende September und ja, Anfang November, wenn man so möchte, ja, dass ich gelesen habe. Und wie ich das fand, das seht ihr dann natürlich im Laufe des Videos. Wir starten aber wie immer chronologisch. Man soll ja nicht allzu viel im Leben verändern, schon gar nicht in der Bücherwoche. Ja, das erste Buch dieser Woche ist Flugangst 7a gewesen von Sebastian Fitzek. Das Buch ist am 25. Oktober diesen Jahres im Drömer Verlag erschienen, wurde mir auch dankenswerterweise von diesem zur Verfügung gestellt. Kostet in gebundener Form 23 Euro, als E-Book 17 Euro und hat 400 Seiten. Und ist von der Covergestaltung wirklich wieder mega. Und auch wenn man es sozusagen hier so aufklappt, ja, hat man wirklich das Gefühl, einen Ausschnitt eines Flugzeuges zu sehen. Und hinten wird er betitelt als Psycho-Thriller. Und das hat mich natürlich sehr neugierig gemacht, weil ja doch die Bücher wie Noah, das Joshua-Profil, Achtnacht eher, ja, so ein bisschen verschwörungskritisch, gesellschaftskritische Romane, Thriller waren, die natürlich schon in eine andere Richtung gehen als Psycho. Und war hier total gespannt, was ich ja bei Flugangst so zu erwarten habe. Und wie ihr wisst, ich muss es, glaube ich, nicht mehr sagen, ich bin ein riesen Sebastian Fitzek-Fan. Nicht von all seinen Büchern. Ich fand manche Bücher tatsächlich nur okay. Und habe mich natürlich mega, mega gefreut, das Buch am Wochenende anfangen zu können. Und ja, um was geht es? Wir haben verschiedene Erzählstränge. Wir haben zum einen ja, die junge Nele, sie ist hochschwanger, ist HIV-positiv. Und der Vater ihres Kindes hat sie verlassen, hat sie aber in den letzten Monaten, Wochen immer wieder gestalkt, hat ihr tote Ratten vor die Wohnung gelegt und allerlei Dinge. Und auf dem Weg zur Klinik, weil es eine geplante Geburt ist, die ja dann eben durch Kaiserschnitt geschieht, ja, wird sie
entführt und findet sich in einer alten Milchhofanlage wieder und wird dort entführt und festgehalten. So, jetzt haben mir gerade die Worte gefehlt. Und jetzt ist natürlich zu lösen, wer steckt da dahinter. Gleichzeitig treffen wir auf ihren Vater Mats, der relativ früh, als Nele noch jung war, nach Buenos Aires umgezogen ist und der seiner Tochter zuliebe eben nach Berlin fliegt, wo sie eben wohnt, um sich nach der Geburt des Enkels sozusagen ein bisschen zu versöhnen und die Zeit gemeinsam zu nutzen. In dem Flugzeug hat er 4 Plätze reserviert, denn an jedem Moment des Fluges ist ein anderer Platz der sicherste. Das wird hier wunderbar erklärt, denn er ist Psychiater kann eben das Gefühl von Angst und Dinge, die halt wirklich nur im Kopf geschehen, sozusagen gut nachvollziehen und hat eben auch den Platz 7a reserviert aus Gründen, die wieder ein bisschen anders sind. Das müsst ihr aber selbst lesen. Ja, am Flugzeug angekommen und auch hoch in der Luft bekommt er einen Anruf, dass eine ehemalige Patientin von ihm an Bord ist und mit Hilfe von ihr soll er das Flugzeug zum Absturz bringen. Und wie das gelingen soll und kann und muss, das erfahren wir während des Fluges, der zum Glück relativ lange eigentlich dauert zwischen Buenos Aires und Berlin. Und der dritte Erzählstrang ist dann seine frühere Kollegin, die Feli. Und kontaktiert er, damit sie so ein bisschen auf die Suche in Berlin geht nach seiner Tochter. Und wie ihr seht, ich bin nicht sehr euphorisch und ich bin für mein Empfinden gegenüber Sebastian Fitzek tatsächlich auch sehr kühl und nicht euphorisch. Ich kann es gar nicht ausdrücken. Ja, es ist ein Buch, von dem ich etwas ganz anderes erwartet habe. Das möchte ich vorneweg sagen. Ich dachte tatsächlich, dass es hier um Flugangst geht. Dass mir plausibel, ähnlich vielleicht wie bei Passagier 23, erklärt wird, Flugangst, wie macht sich das im Kopf bemerkbar, was fühlt da der Mensch, warum könnte er austicken, wie bekommt man ihn wieder zur Besinnung, keine Ahnung. Aber für meine Begrifflichkeit ging es hier nur sehr in zehnter Linie tatsächlich um die Flugangst. Es ging hier mehr um die Psyche, um die Labilität mancher Menschen, dass man tatsächlich wohl nicht geheilt werden kann von Dingen und dass in der Regel alle Veganer auf dieser Welt irgendwie verrückt sind und man Menschen dazu zwingen muss, die Augen zu öffnen vor Dingen, die Schreckliches auf dieser Welt passieren. Und das sage ich mit keinster Weise ironisch, vielleicht so einen kleinen Spur Sarkasmus, aber ich war tatsächlich nicht angetan von diesem Buch. Ich bin nach wie vor, obwohl ich das Buch Montag beendet habe, ich bin nach wie vor zwiegespalten, ob es nun der genialste Shit war, ob es ein geniales Buch ist, was ich nicht verstanden habe, ob es ein Psychothriller ist, der meiner Psyche einfach nicht entsprochen hat oder ob es der größte Mist ist, hochkonstruiert ist und einfach total unrealistisch ist. Und damit endet diese Rezension. Nein, natürlich nicht. Aber so, ihr bekommt einen Eindruck, was in meinem Kopf vor sich geht. Ich selbst zum Beispiel habe überhaupt keine Angst vorm Fliegen. Ich fliege unglaublich gerne. Ich finde es unglaublich beruhigend, wenn die Maschine abhebt, man über die Wolken kommt, man sieht, dass die Stadt, die Menschen, die Autos und auch die Probleme immer kleiner werden. Wenn man stundenlang in der Luft ist, der Sonne zugucken kann, unter sich sehen kann, was passiert. Ich liebe das und ich habe da überhaupt keine Angst, weder von Start noch von der Landung, überhaupt nicht. Ich finde, es gibt gefühlt nichts Schöneres als Fliegen, außer vielleicht das Tauchen. Und das sieht man, egal in welche Entfernung, ob ich hoch und runter gehe, Hauptsache nicht auf der Erde sein, sozusagen. Ich habe überhaupt keine Angst vom Fliegen und wollte tatsächlich mit diesem Buch eigentlich Flugangst bekommen. Das habe ich schon mal nicht. Ich persönlich fand, dass es zu viele Erzählstränge waren. Diese 3 bzw. 4, die dann mal so auftauchen, für mich waren das zu viele. Es wurden zu viele Erzählungen gemacht. Fitzek wollte in meinen Augen einfach viel zu viel. Und das fand ich tatsächlich schade. Mich haben diese Perspektivwechsel nicht irritiert oder irgendwie
dass man nicht wusste, wer man war oder wo man gerade in der Geschichte steht, das gar nicht. Aber es war einfach zu viel des Guten. Es gab viel zu viele unlogische Zufälle, die dann noch haargenau absolut gepasst haben. Und es wirkte an vielen Stellen und gerade, ich sag mal so, nach dem ersten Drittel unglaublich konstruiert. Und ich hatte immer den Eindruck, das ist doch jetzt nicht sein Ernst. Das macht er doch nicht tatsächlich so. Wem will er denn das weismachen? Das sind Gedanken, die mir durch den Kopf gingen. Und ich bin unglaublich enttäuscht und wie gesagt, bin immer noch zwiegespalten, ob es ein geniales Buch ist, ein genialer Psychothriller, der bei mir nur nicht getriggert hat, weil ich eben keine Angst vor Flugzeugen habe, keine Angst habe, von verrückten Veganern entführt zu werden oder was auch immer da drin irgendwie scheinbar passiert und dann ist es doch wieder ganz anders. Ich finde tatsächlich keine Worte und ihr merkt das. Es fällt mir wirklich schwer, auch fast eine Woche später und ich habe 4 Nächte darüber geschlafen oder 3, muss kurz nachdenken, 4. Ich denke immer wieder darüber nach und frage mich und finde aber keine Antwort und es war nicht mein Buch. Es war für mich zwar schon irgendwie spannend, es hat mich auch irgendwie mitgerissen, weil ich habe es ja auch an, ich sag mal, 2,5 Tagen, also in 3 Rutschen gelesen, was natürlich schon irgendwie für das Buch spricht, dass es einen gewissen Pegel hatte, dass man weiterlesen möchte, dass man erfahren möchte, wo geht das hin. Ich weiß aber tatsächlich nicht, ob es objektiv ein ich möchte weiterlesen war, wie bei Thriller-Autoren, die man nicht kennt, oder ob man ich nur weitergelesen habe, weil es eben ein Fitzek ist. Und das stört mich tatsächlich, glaube ich, am meisten. Und es tut mir leid, dass das hier so eine Wortfindungsrezension ist. Ich weiß tatsächlich nicht, wie ich es finden soll. Also es war nicht gut. Das kann man für mich so schon sagen. Es hatte spannende Momente, es hatte interessante Ansätze. Aber ich fand es blöd umgesetzt und blöd rübergebracht. Und das Ende, ja, ich glaube, ich finde auch keine anderen Worte dafür. Und ich habe jetzt wirklich 3-4 Tage darüber nachgedacht, was sagst du zu diesem Buch, wie findest du das? Und wollte auch für mich selbst natürlich irgendwie eine Antwort finden. Wie ihr merkt, so richtig schlüssig bin ich mir tatsächlich nicht. Und glaubt mir, es gibt keinen, den es mehr stört als mich. Also vielleicht haben sie ja schon ein paar gelesen und möchten spoilerfrei unten in die Kommentare was dazu schreiben oder mir auch gerne auf Facebook eine Nachricht schreiben oder auch gerne eine Mail, wie ihr dieses Buch fandet. Ich werde es jetzt auch nicht länger in die Kamera halten, weil das macht die Sache gefühlt für mich auch nicht besser. Das ist auch so ein bisschen masochistisch dann veranlagt. Ich finde das echt unglaublich schade, dass es mich nicht vom Hocker reißen konnte. Und ja, ich bin sehr gespannt auf andere Meinungen zu diesem Buch. Und es tut mir echt leid. Ich hoffe, ihr könnt mit meiner Meinung trotzdem ein bisschen was anfangen. Ja, jetzt geht es mit einem anderen Buch weiter. Und zwar schwirrt mir seit ein paar Wochen etwas durch den Kopf und ich würde das gerne zu Papier bringen und ich möchte gerne ein Buch schreiben. Ob ich es veröffentliche, sei jetzt mal ganz dahingestellt, soweit bin ich gedanklich noch nicht, aber ich würde es gerne schreiben und da bietet es sich im November ja an, dass da NaNoWriMo ist, dazu komme ich später nochmal und ich habe mich dann daran erinnert, dass ich dieses Büchlein nach der Leipziger Buchmesse von der lieben Tinga Beere zur Verfügung gestellt bekommen habe und zwar die 30 Tage Schreibchallenge, das ist letztes Jahr im Oktober erschienen, hat sie als Self-Publisher bei Amazon herausgebracht. Ich habe es im Indie-Monat tatsächlich als E-Book gekauft, weil ich also die Aufmachung wirklich grandios, niedlich, putzig finde, ich Tinga Beere super sympathisch finde, ich ihr auch auf Facebook, Instagram, hier auf YouTube folge. Ich packe euch auch mal ihren Kanal natürlich in die Infobox. Ich dann dachte, da greifst du beim E-Book zu. Hab mich dann beim E-Book so ein bisschen geärgert, denn es sind hier so Mitmach-Seiten drin, die man herunterladen kann. Wie ihr seht, ich habe jetzt natürlich hier noch nichts ausgefüllt, weil der NaNoWriMo hat ja gerade erst angefangen. Und das Buch hat, ich glaube, jetzt mit den ganzen Infos hinten um die 130 Seiten.
Ich werde so die Hälfte rechnen, gefühlt. Also, weil es sind halt doch sehr viele, also es sind ja auch kleine Seiten. Und es ist auch die Hälfte bestimmt praktischer Teil. So wahrscheinlich so grob. Ja, wahrscheinlich. Und ja, dementsprechend werde ich so die Hälfte rechnen. Ich war auch relativ schnell durch. Habe mir auch ein bisschen was rausgeschrieben dazu. Und ja, wollte es jetzt eben vor dem Schreibmonat einfach nochmal einmal lesen. Und ich habe Tinker Beere auch auf der Leipziger Buchmesse dieses Jahr kennengelernt. Und es war schon Leipzig, ne? Und es war, ja, es ist eine super sympathische und wir hatten direkt so ein paar wunderbare Gespräche und sie hat mir dann eben das echte Ringbuch, mit dem man dann eben auch arbeiten kann, weil man es knicken und falten kann, dann auch dankenswerterweise zur Verfügung gestellt. Und ja, ich fand das tatsächlich toll. Also ich fand die Tipps hier drin, beziehungsweise den Gedanken, wie man an so eine 30-Tage-Schreib-Challenge rangeht, wirklich toll. Und sie bezieht sich auch auf den Nano oder eben auf die anderen Monate, in denen ja im Grunde dann diese Gemeinschaft zusammen schreibt. Es ist ein sehr, sehr lockerer Ton, der einfach Spaß macht, der einen ja so direkt auch anspricht. Und es gibt auch wirklich Tipps, die man vielleicht zum Teil schon kennt, aber sie werden praktisch erzählt und das hat mir tatsächlich nochmal so einen Anschub gegeben, mir das zuzutrauen. Es sind auch viele Beispiele drin, die es mir persönlich auch leichter gemacht haben. Und ich fand auch toll, dass sie andere Challenges als den Nano vorgestellt hat. Zum Beispiel eine 50.000-Watt-Challenge in 5 Tagen, was ich mega spannend tatsächlich auch finde, was ich mir nicht zutraue, aber vielleicht dann im nächsten Schritt. Und am Ende hat man dann eben noch so Dinge, wie man eben die Planung der Geschichte, wie die Charaktere heißen, wie sie aussehen, das Tagebuch darüber. Man kann hier die Wortzahlen zum Beispiel markieren. Man hat einen Tracker für den Verbrauch von Schokolade und den Verbrauch von Tee oder auch verschiedenen anderen Ereignissen, wie oft man einen Wutanfall hat. Ich suche den Tracker gerade und das fand ich natürlich mega lustig. Ich kann mir noch nicht vorstellen, dass ich tatsächlich Wutanfälle habe, aber ja, ich stecke gerade heute gefühlt am 3. Tag. Heute ist ja Freitag bei mir und ja, dementsprechend hatte ich noch keinen Wutanfall, aber dazu auch später mehr. Ich muss sagen, jeder, der sich das überlegt zu schreiben und da einfach nochmal Tipps, eine Anregung möchte, ein Beispiel, jemand, der einen so ein bisschen an die Hand nimmt, der ist bei diesem Buch absolut richtig und diese Spiralbindung gibt es für 10 Euro, das E-Book für 3 Euro und über das E-Book könnt ihr dann eben auch die Seiten hinten herunterladen und ausdrucken. Also wie ihr das machen möchtet, bleibt natürlich euch selbst überlassen, aber ich fand es wirklich sehr motivierend und hat mir wirklich nochmal so den letzten Schubs gegeben, mitzumachen und ich kann es wirklich nur empfehlen. Es hat Spaß gemacht, es zu lesen und ich danke der lieben Tinga für dieses Buch und dass sie es mir damals zugeschickt hat und wir jetzt gemeinsam hoffentlich den Nano auch rocken. Und das letzte Buch dieser Woche ist Die Schöpfer der Wolken von Maria Krasshoff. Ein Buch, das im Oktober diesen Jahres im Drachenmond Verlag erschienen ist, mir auch von diesem zur Verfügung gestellt wurde. Das E-Book kostet 5 Euro, das Taschenbuch 17 Euro und es hat um die 400 Seiten. Die Autorin ist manchen vielleicht ein Begriff durch die Kernstaub-Reihe, die ja eine Zeit lang sehr gehypt war und die ja auch ja, in den Social Media sehr unterwegs war, sehr präsent war. Ich selbst tatsächlich noch nicht gelesen habe und ich hier auch wieder aufmerksam wurde, weil mich der doch etwas dystopische Klappentext sehr angesprochen hat, dieser Fantasy-Touch, den es im Klappentext hat und natürlich auch dieses wunderschöne Cover. Ich finde nach wie vor, dass der Drachenmond Verlag wirklich wunderschöne Cover hat und ja, gefühlt selten ein Verlag dagegen irgendwie ankommt. Und ja, aber es kommt natürlich auf den Inhalt an, nicht auf, ja, was im Grunde die Covergestaltung hergibt. Und ja, dieses Büchlein habe ich jetzt auch in dieser Woche gelesen, beziehungsweise tatsächlich auch zum großen Teil ja dann gesuchtet. Ja, wir haben hier die junge Chiara und die hat gerade ihren heißgeliebten Bruder Koba verloren, fühlt sich sehr allein, obwohl sie eine große Familie hat. Sie fühlt sich nicht so richtig verstanden und mag auch nicht die anderen verstehen, die so tun, als würden sie trauern. Und Chiara hat eine Gabe, die sie vor allen eigentlich versteckt hält, außer vor ihrem Bruder. Der hat davon gewusst und dadurch hatten sie auch so ein bisschen ein besonderes Verhältnis zueinander.
Koba wusste also als einziger davon und Chiara ist immer wieder auf der Suche nach Menschen, die vielleicht so ähnlich sind wie sie. Koba war Autor und nach seinem Tod hat er im Testament festgehalten, dass das aktuelle Manuskript durch Chiara an den Verleger nach Shanghai gebracht werden soll und dass sie das ganz allein sozusagen auch tun soll. Und ja, so fliegt sie nach Shanghai, in dem gerade das Wetter so ein bisschen verrückt spielt. Und beginnt dort mit einer doch sehr interessanten Reise, die so ein bisschen ihr Leben ins Wanken bringt und ins Verändern bringt. Denn dort angekommen haben wir ein Wetterchaos und verschiedenste Wetterphänomene erschüttern auch so ein bisschen die ganze Welt und auch ihr Weltbild. Und es spielen zum Beispiel Uhren verrückt. Und es gibt auch viele Erdbeben auf der Welt und irgendwie scheint die Welt aus den Fugen zu geraten. Und die verschiedenen Erdphasen, scheinen, Dimensionen scheinen irgendwie auseinander zu geraten. Und das klingt jetzt so ein bisschen vage, weil ich einfach nicht zu viel erzählen möchte über diese sehr spektakuläre Geschichte, die mich wirklich sehr, sehr begeistert hat. Es gibt verschiedene Erzählstränge. Wir haben zum Beispiel die Nebencharaktere, wir haben noch Wesley, wir haben Yia, wir haben Brandon und Ashley. Und all diese Nebencharaktere, die uns die Geschichte erzählen und eben so ein großes Ganzes abbilden, die sind unglaublich fein gestaltet, sehr tiefgründig, sehr lebhaft, sehr bildhaft, sehr echt. Und das hat mir unglaublichen Spaß gemacht. Ich bin ja nicht der größte Fan von verschiedenen Perspektiven. Ich bin bei über zwei Perspektiven in der Regel ein bisschen überfordert. Hier war das überhaupt nicht der Fall. Und ich finde, das liegt wirklich am Schreibstil von der lieben Maria Grasshoff, die mich hier total mitgerissen hat. Ich fand den Anfang etwas schwierig zum Reinkommen, weil es eine sehr gewaltige Sprache ist. Und ich schon dachte, Mensch, Mädel, also so ganz positiv eigentlich. Hoffentlich ziehst du das durch und wo gehst du mit dieser wahnsinnsbildgewaltigen Sprache hin? Es hat mich am Anfang tatsächlich so ein bisschen verschüchtert als Leser, wo ich so anfangs dachte, gucken wir mal. Und es hat vielleicht tatsächlich so 60, 70 Seiten, das ist beim E-Book immer schlecht zu sagen, gedauert, bis ich angekommen bin. Was ich nicht schlimm finde, aber man muss sich darauf so ein bisschen einlassen. Und es gibt viele Geheimnisse zum Beispiel in dieser Geschichte, die durch Rückblenden erzählt werden oder auch aufgedeckt werden. Und das war so spannend. Diese ganze Welt, die konstruiert ist und die Welt in der Welt und die Idee dahinter, das war unglaublich packend. Das hat mich dann wirklich, ab der 100. Seite hat es mich gewaltig mitgerissen. Es war packend, es war spannend, es war bildhaft, es war lebendig, es war modern, es war großartig von der Schreibkunst, die Maria Grasshoff hier an den Tag legt. Und es hat sich durch diese verschiedenen Dimensionen zwar schon irgendwie nach Fantasy angefühlt, aber durch dieses Mitnehmen in die Geschichte hat man sich gefühlt, als wäre man dabei. Das Kopfkino ist angeschalten gewesen und auch wirklich komplett durchgängig dabei gewesen. Es war Wahnsinn, wie man Menschen vor Augen hatte, wie man all diese Dinge, die passierten, vor Augen hatte, wie man Gefühle gespürt hat. Und ich finde, sie hat das unglaublich gut gemacht. Es wirkt durch dem, dass eben die Dimensionen auf der Erde so ein bisschen durcheinander geraten, auch so ein bisschen wie ein Endzeitroman. Es ist jetzt nicht die direkte Dystopie, aber eben so dieses Endzeitliche. Und das war Hammer. Ich hatte Gänsehautmomente, es war ein gewaltiger Schreibstil, es war wirklich toll. Also es war wirklich großes, großes Bücherkino, das ich wirklich inhaliert habe, die 300 Seiten nach der 100. Ich würde jetzt mal so das erste Viertel sagen, das hat man zum Eingewöhnen gebraucht. Aber danach, es hat mich echt beeindruckt. Es hat mich überwältigt, es hat mich geflasht. Und die Kernstab-Trilogie ist es, glaube ich, ist direkt auf der Wunschliste gelandet, zumindest der erste. Weil ich hier wirklich denke, wenn das jemand so schaffen kann, in 400 Seiten, was da passiert ist und wie es passiert ist und was dann hintenrum im Grunde noch passiert und am Ende sich so ein wunderbares Bild zeigt, das ist einfach großes Kino. Also absolute Empfehlung für alle Fantasy-Fans und die wirklich mal ein bildgewaltiges, junge Erwachsenenbuch lesen möchten. Ich mag dieses Jugendbuch nicht, weil dafür war es zu erwachsen, aber so junge Erwachsene,
meinetwegen 17 bis Anfang 20, darüber hinaus natürlich. Ich bin ja auch über 30 und fand es großartig und ich fand es toll. Also was Maria Grassoff hier abgeliefert hat, ist beeindruckend, ist wirklich fesselnd und es fehlen mir tatsächlich auch vor Positivität die Worte, denn das hat mich wirklich unglaublich begeistert. Und wäre der Anfang etwas knackiger vielleicht gewesen, etwas anders, ich weiß nicht, woran es lag, ob es an mir lag oder, ne, dann wäre das ein absolutes Highlight gewesen. So war es ein kleines Highlight. Machen wir es mal so, weil die Idee einfach großartig war und mir echt gut gefallen hat. Und man braucht eben so ein bisschen einen Einstieg, ich zumindest, und ich fand es aber dann toll. Also es ist, es war wirklich toll. Ja, aber nicht genug der Schwärmerei, habe ich in dieser Woche bzw. am Wochenende ab Freitagabend eine Serie gesuchtet. Und zwar die zweite Staffel von Stranger Things auf Netflix. Die ist ab Freitag erhältlich gewesen und dann dachte ich mir, naja, du hast am 31. Jahr einen Feiertag, da guckst du in Ruhe und dann vielleicht einen Tag später noch ein paar Folgen und oh, das machst du ganz entspannt. Ja, hast du gedacht. Ich sage der Steffi in der Vergangenheit mal, dass sie sich da absolut geirrt hat, denn ich habe das tatsächlich bis Sonntag weggesuchtet. Ich habe Freitagnacht noch eine Folge geguckt oder eineinhalb Folgen. Ich habe Samstag drei Folgen geguckt und am Sonntag die anderen Folgen. Und auch Sebastian Fitzek konnte mich nicht vom Schauen abbringen, denn wenn ich mich mit dem Buch hinsetzte und dachte, jetzt liest du mal 100 Seiten, hatte ich im Hinterkopf immer Stranger Things, Stranger Things, Stranger Things. Und ich habe der Stimme nachgegeben und es war Wahnsinn. Ich liebe diese 80er Jahre Filminterpretation. Ich liebe diesen Art von Grusel, Thriller, Erzählung. Ich mag die Charaktere, die total liebevoll gestaltet sind und so authentisch. Und ich mag, wie die Musikeinblendungen sind und alle, die 80er Jahre Grusel-Horrorfilme geliebt haben oder mit ihnen auch aufgewachsen sind, die werden hier eine Faszination spüren. Und ich fand es großartig. Es gibt nichts für mich gefühlt zu meckern, außer dass es nur 9 Folgen waren. Und dass wir jetzt wahrscheinlich auf die dritte Staffel ein ganzes Stück warten müssen. Aber es ist ein absolutes Highlight, diese Serie. Ich habe ja vorher noch die erste Staffel angeguckt. Das habe ich euch letzte Woche in der Bücherwoche erzählt. Und somit war natürlich alles sehr frisch. Und es war aber großartig. Und ich bin einfach totaler Fan. Also ich liebe diese Serie. Und auch vom Soundtrack wirklich begeistert. Und wie das alles so zusammenspielt. Und es ist eine Wahnsinnsatmosphäre und es ist auch manchmal lustig und es ist so nerdig und dann schmunzelt man und lacht man und dann gibt es aber auch viel Drama und dann weint man mal und hat dann auch mal Wut und das ist einfach toll. Also ich freue mich unglaublich auf Staffel 3 und ich hoffe, dass sie auch wieder nur so ein Jahr ungefähr dauern wird, bis sie dann da sein wird. Und ich bin da ein absoluter Fan von und liebe das wirklich sehr. Und da kommen wir dann schon zu Monster 1983, was ja so vom Feeling in eine ähnliche Richtung geht, weil es ja auch in den 80ern spielt. Und da ist seit dem 31. Oktober die dritte Staffel auf Audible erhältlich, auch nur auf Audible, beziehungsweise kann man auch die CDs, glaube ich, bestellen, kaufen. Ich glaube, bei Staffel 1 und 2 war das so. Ich weiß nicht, ob es bei der dritten auch schon die CDs gibt. Und das ist direkt an dem Tag bei mir eingezogen. Ich hatte es schon vorbestellt und ich habe auch schon angefangen zu hören. Ich glaube, ich habe so 2 Stunden von etwas über 11, also noch nicht mal der Rede wert, noch nicht mal ein Viertel, geschafft und bin direkt wieder drin. Ich denke mal, dass ich das hauptsächlich jetzt dann auch in der nächsten Woche hören werde, weil es gibt jetzt ja auch mal keine Serie, die man so anguckt in Momenten, während man keine Lust zum Lesen hat. Und da freue ich mich auf jeden Fall auch mega davon, das jetzt zu Ende zu hören. Und das ist ja die abschließende Staffel. Und bin sehr gespannt, was es da in Harmony Bay auf sich hat. Aber dazu natürlich nächste Woche ein bisschen mehr. Und dann habe ich diese Woche auch Panem zu Ende geguckt. Mockingjay Teil 1 und 2, also der dritte und vierte Teil. Den dritten Buchteil hat man ja auf 2 Filme aufgeteilt. Und ich bin auch ein absoluter Fan dieser Covergestaltung. Und es war nicht so schlimm wie erwartet. Ich war ja nach dem vierten Teil wirklich fix und fertig. Ich habe da ja dann danach so ein Buch versus Filmvideo gedreht, in dem ich ja immer noch ganz aufgelöst war und auch geweint habe. Oh, eigentlich müsste man das löschen. Aber, also das Video.
Und ich dachte, ja, Steffi, der vierte Teil und wie wird es ausarten? Und ich habe dann schon eine ganze Packung Kosmetiktücher hingestellt bekommen. Und ich glaube aber tatsächlich, dass das Fatale war, dass ich vor dem vierten Kinoteil das Buch gelesen hatte und somit doppelte Emotionen hatte und dann gar nicht mehr aus meinem Emotionsloch sozusagen herauskam oder meinem Emotionshoch, je nachdem, ob die Emotionen hoch waren oder ihr wisst, was ich meine. Es war nicht ganz so schlimm. Es hat mich nicht komplett zerstört und ausgespuckt sozusagen, aber ich habe viel geweint in beiden Teilen und es ist einfach eine Hammerverfilmung. Also ich hätte direkt wieder Lust, die Bücher zu lesen. Aufgrund der vielen tollen neuen Bücher, die hier liegen, aktuell nicht so wirklich umsetzbar. Aber das ist wirklich, es ist meine liebste Dystopie und es bleibt meine liebste Dystopie und es ist wirklich auch eine grandiose Verfilmung. Und es sind auch einfach tolle Filme. Also mal davon abgesehen, ob es Buchverfilmungen sind oder nicht, es ist einfach großartiger Stoff. Es sind tolle Schauspieler und es auch musiktechnisch, es läuft jetzt immer wieder bei mir der Soundtrack von allen Vieren. Die sind zusammen in so einer Playlist bei mir. Ja, großes Filmkino und ich bin absolut begeistert. Also absolute Empfehlung, wer die Bücher noch nicht kennt, sollte das schleunigst nachholen und wer die Filme noch nicht kennt, das sollte man auch unbedingt gesehen haben. Ja, ich glaube, jetzt sind wir so mit den groben Themen Bücher, Filme, Serien durch. Meine Güte, es war doch eine ganze Menge in dieser Woche. Das hat sich schlagartig am ersten gefühlt geändert. Ja, ich habe vorhin schon gesagt, ich mache diesen Monat beim NaNoWriMo mit. Ich hatte das immer schon mal von anderen Leuten gesehen, gerade von Autoren, natürlich auch gerade in Self-Publishern sieht man das immer mal auf den Social-Media-Kanälen und habe das aber nie bei irgendwem irgendwie verfolgt und es hat mich tatsächlich auch nicht so interessiert, wenn ich ehrlich bin. Ganz anders dieses Jahr, ich schleppe seit ein paar Wochen konkreter seit meinem Urlaub eine Idee mit mir herum, die mir im Urlaub kam, die im Urlaub dafür gesorgt hat, dass ich tatsächlich einige schon in meinem Bullet Journal geschrieben habe, von Titel über Untertitel, über Kapitelübersichten. Also ich habe ja Kapitelüberschriften geschrieben, ich habe Gedanken dazu aufgeschrieben, ich habe Ideen zum Cover niedergeschrieben und das alles im Urlaub. Und dachte, jetzt lässt du diese Idee erstmal ruhen und reifen und guckst, ob du in zwei Wochen immer noch so davon begeistert bist und dann fängst du halt einfach mal an. Und ich fange wirklich erstmal nur für mich an. Ich weiß nicht, ob es dazu kommen wird, dass es veröffentlicht wird, ob sich das irgendwie umsetzen lässt, so als Self-Publisher. Ich meine, das ist ja auch nicht nur ein Zeitaufwand, sondern natürlich auch ein finanzieller. Man braucht ein Lektorat, ein Korrektorat, man braucht ein schönes Buchcover, man braucht einen Buchsatz, man muss es auch irgendwie noch veröffentlichen. Und ja, Testleser habe ich, denke ich, genügend, die ja auf jeden Fall mit dabei wären. Mal gucken, wie weit es kommt. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass da was kommt. Ich muss es ja auch erstmal fertig haben. Wer sich jetzt fragt, was ist der NaNoWriMo? Das ist der National Novel Writing Month, also der nationale Monat des Schreibens eines Buches oder deines Buches, je nachdem. Und das ist eben eine weltweite Aktion, in der Autoren oder werdende Autoren einen Roman schreiben. Und in diesem Monat setzt man sich eben das Ziel, in 30 Tagen, die der November hat, 50.000 Worte zu schreiben. Das sind eben circa runtergerechnet 1.667 Tage, die man jeden Tag schreibt. Und es geht in diesen 30 Tagen wirklich nur ums Schreiben. Man soll nichts überarbeiten, man soll möglichst auch, wenn Fehler drin sind, diese ignorieren, sich auf Rechtschreibung gar nicht konzentrieren und man soll einfach nur wild herunterschreiben. Gelingt mir nicht, also ich, wenn einen Fehler sehe, merze ich ihn aus und ja, das, ja, wobei ich relativ flink das Zehn-Finger-System schreibe, das mir seltener passiert, aber ich würde ein Wort, wenn es falsch ist, nicht falsch da stehen lassen. Und ich habe dann auch so ein paar Sachen dazu gelesen und es reicht bei 50.000 Wörtern, reicht es nicht unbedingt für einen Roman. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Seiten das umgerechnet ungefähr sein werden. Ich glaube, man sagt so, bei einem Jugendbuch ist man wohl so bei 70.000 Seiten. Es kommt natürlich so ein bisschen auf Genre an. Ich meine, so ein High-Fantasy-Wälzer mit 700 Seiten, da kann man sich jetzt selbst überlegen, wie viele Wörter das sind. Ich habe mich auch mit dem einen oder anderen schon darüber ausgetauscht, natürlich, wo man einfach so ein bisschen Autorenkontakt hat.
und bin das angegangen. Und heute ist der 3. Oktober und ich habe die 5000er Marke geknackt. Das heißt, ich habe jeden Tag tatsächlich die vorgegebene Anzahl geschafft. Bin da auch schon so ein bisschen, so schwer war es bis jetzt noch gar nicht. Ja, die anfängliche Euphorie, das ist ganz klar. Und fand das tatsächlich machbar und möglich. Was man natürlich merkt, ist, dass man dann nicht mehr so viel Zeit am Tage zum Lesen hat. Wobei ich tatsächlich eher meinen Serienkonsum dann eingestellt habe, als ich keine neue Serie begonnen habe. Und ich tatsächlich auch viel weniger YouTube-Videos angeguckt habe. Und ja, einfach eine halbe Stunde weniger auf der Couch saß, sondern eben an meinem PC einfach sitzen geblieben bin und das so geschrieben habe. Es wird Tage im November geben, wo ich vielleicht nicht diese Zahl schaffe. Einfach, wenn man einen ganzen Tag nicht da ist, wie zum Beispiel jetzt am Samstag, also für euch gestern, für mich morgen, wenn man da 15 Stunden außer Haus ist, da wird man nicht die Muse haben, vorher, nachher irgendwas zu schreiben und das stört mich auch nicht. Also ich gehe tatsächlich da ganz entspannt ran. Vielleicht schaffe ich es am Sonntag, es aufzuholen. Wenn nicht, dann nicht. Ich hatte tatsächlich jetzt so einen Moment, wo ich dachte, brauchst du tatsächlich überhaupt 50.000 Wörter? Schaffst du es mit deiner Idee, so viel zu füllen? Und da habe ich, diesen Gedanken habe ich noch so im Kopf. Habe aber gleichzeitig so den Gedanken im Hinterkopf, ein Buch ist eben nun mal so lang, wie es ist. Ich glaube, man kann tatsächlich nicht sagen, ich schreibe jetzt 100.000 Wörter und dann bin ich fertig. Genauso wie man es umgekehrt wahrscheinlich machen kann. Und ich gehe da relativ entspannt ran und ich weiß nicht, das funktioniert für mich bis jetzt ganz gut. Ich weiß nicht, ob es mich mal irgendwann frustriert, wenn man irgendwie 2-3 Tage hinterherhinkt. Das kann ich euch dann vielleicht nächste Woche erzählen. Ich meine, der November ist ja jetzt noch ein Stückchen länger. Es sind ja gerade erst 3 Tage um. Ich werde da auf jeden Fall mal sehen, ja, wie ich da so zurechtkomme. Ich habe auch zum Beispiel von der lieben Jackie Fellgut und von Andreas Eschbach so ein bisschen was auf den Internetseiten dazu gefunden. Das verlinke ich euch auch einfach mal in die Infobox. Und wenn euch das interessiert, guckt einfach mal unter NaNoWriMo. Es gibt da so viele Tipps und Tricks und Ideen und wie geht man vor. Und das ist unwahrscheinlich so eine riesen Community, die sich da austauscht. Und ich bin nicht auf der Internetseite angemeldet. Also man kann da wohl sich in dieser Gemeinde sozusagen anmelden, kann dort schreiben, kann seinen Text hochladen und sieht dann eben auch irgendwie, ob man das Ziel erreicht hat. Das mache ich mit einer Excel-Liste, ganz banal, schreibe meine Seitenzahl rein, ziehe die von gestern sozusagen ab und dann weiß ich auch, wie viel ich heute geschrieben habe. Beziehungsweise habe ich eine Übersicht mir gebastelt mit jeden Tag diesen 1667, um zu wissen, wie viele Seiten muss ich am Abend haben. Ich bin dann doch manchmal so ein bisschen nerdig, ne? Aber ja, so ein Listenmensch. Manchmal kann man nicht anders. Auf jeden Fall bin ich jetzt sehr gespannt, ob ich das durchziehe, ob ich das schaffe, wie weit ich komme, wie viele Wörter am Ende dann meine Geschichte haben und wie es dann mit meiner Geschichte weitergeht. Und seid da einfach dabei und lasst euch da überraschen. Und wer vielleicht selbst irgendwie was schreibt, der kann natürlich auch mal unten in die Kommentare was dazu schreiben, wie man sich vielleicht ein bisschen motiviert, ob es irgendwie Kanaltipps gibt oder ja auch Seiten, die da irgendwie motivierend sind. Immer her damit, würde ich mich mega freuen, wenn wir uns da ein bisschen austauschen können. Wie natürlich über alle Themen, also ganz egal, ob es Bücher sind, Serien sind, Filme sind, schreibt mir gerne eure Gedanken jederzeit unten in die Kommentare, würde ich mich mega darüber freuen. Ich hinke ein bisschen mit der Kommentarbeantwortung nach. Ich habe auch noch nicht alle E-Mails seit meinem Urlaub geschafft zu beantworten, aber ich bin auch nur ein Mensch. Oder zum Glück, ne? Zum Glück. Wobei, so eine Katze zu sein, wäre auch schon schick, ne? Ja. So einen Menschen beobachten, wie der mit sich redet in die Kamera, ist natürlich auch eine spannende Story, ne? Ja, da stellen wir mal eine Kamera hinter die Kamera. Ja, jetzt werde ich beobachtet, kommt mir direkt ein bisschen komisch vor, aber ja, das sind wir ja schon gewohnt. Ja, wenn ihr das Video seht, bin ich im Grunde schon wieder zurück. Denn die Kingsianer waren, wie ihr es vielleicht auch auf Instagram und so gesehen habt, waren in München.
werden in München sein, je nachdem. Und ja, da halten wir euch natürlich dann auch auf dem Laufenden, was wir da Wunderbares getrieben haben. Und ihr werdet schon so ein bisschen auf Instagram bestimmt verfolgt haben. Und es, ich freue mich heute mega auf morgen, auf München, auf die drei anderen. Und es ist ja tatsächlich das erste Mal, dass dann alle vier zur gleichen Zeit am gleichen Platz, im gleichen Raum sein werden. Wir waren ja alle in Frankfurt vor einem Jahr. Es war aber so, dass Paddy, Philipp und ich Freitag da waren, Samstag dann Thorsten dazu kam, ich aber ja so einen Sightseeing-Tag hatte und Sonntag Paddy nicht mehr da war. Und dementsprechend hat immer einer von uns Kingsianern irgendwie gefehlt. Tatsächlich war Phil der Einzige, der dann immer da war. Ja, so kommt es manchmal im Leben. Und ja, in München werden wir mal alle vier da sein und ihr dürft da gespannt sein. Und wir wollen auf jeden Fall auch noch den Hangout in diesem Jahr natürlich nachholen, der ja leider nach Frankfurter Buchmesse und so ein bisschen durch Krankheit ausgefallen ist. Das wird auf jeden Fall noch passieren. Vielleicht können wir da dann auch schon ein bisschen mehr erzählen. Aber ja, wir waren dann sozusagen in München. Ich freue mich mega da drauf. Und bin auch total gespannt, ja, wie uns München dann so gefallen wird. Ich war vor 5-6 Jahren das letzte Mal, glaube ich, in München. Es wird mein 4. München-Besuch sein. Oder mein 5. Auf jeden Fall war ich schon 3-4 Mal dort. Und ja, mal gucken, was wir da so Neues entdecken und wie es uns gefallen wird. Und dann startet heute am Sonntag, dem 5. November, unser gemeinsames Lesen in der Dan Simmons Gruppe zu Flashback. Wer da also noch mitlesen möchte und vielleicht ganz vergessen hat, dass es losgeht, guckt mal in die Gruppe. Es ist die Einteilung schon da, es sind die Posts für jeden Tag schon da. Da war ich diese Woche irgendwann mal schlaflos und habe das direkt dann auch schon online gestellt, weil ich eben wusste, dass ich Samstag nicht dazu kommen werde, weil ich sonst ja immer so 1-2 Tage vorher mache. Da war ich ein bisschen früher dran. Und wer noch Lust hat, kann da auf jeden Fall vorbeischauen. Überhaupt, wer Lust hat auf Dan Simmons, es gibt noch einige Bücher auf unserer Want-to-Read-Liste, wo wir ja dann uns immer so ein bisschen absprechen. Ich glaube, für den Januar, für den Januar ist der Berg geplant, wo es ja um die Besteigung des Mount Everest geht, was dann ja eher wieder so dieses historische Erfundenem sich mischt. Flashback ist meines Erachtens wo irgendwas Politisches, Science-Fiction-mäßiges, so wie ich das rausgelesen habe. Und da bin ich sehr gespannt drauf und ob es mir gefallen wird. Thorsten hat schon so ein bisschen gezweifelt, ob es ein Buch für mich sein wird. Ich bin da sehr gespannt und natürlich neugierig. Und wer noch Lust hat, guckt in die Infobox, da findet ihr auch die Gruppe. Und bei all diesen wunderschönen Geschnurre und diesen wunderschönen Äuglein, die mich hier von der Seite angucken, die nämlich, glaube ich, etwas zu fressen wollen, ne? Oder einen Bonbon, ja, werde ich jetzt mal zum Ende kommen. Ich habe auch, glaube ich, schon wieder viel zu lange rumgequasselt. Ich habe auch, glaube ich, nichts vergessen. Und ja, wenn ihr Lust habt, schreibt mir was zu den Büchern, zu den Serien, zu den Filmen, zum NaNoWriMo, ob euch das irgendwie interessiert, ob ihr da weiterhin immer mal auf den Laufenden gehalten werden wollt, schreibt mir das gerne in die Kommentare, würde ich mich mega freuen. Und ich wünsche euch nur noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.